willkommen zur Ratzeburger Gartenkräuterreihe. Heute schauen wir uns den Lavendel an. Kommt mit! Die ursprüngliche Heimat des Lavendels ist der Mittelmeerraum. Und wer sie noch nicht im Original gesehen hat, der kennt die weiten violetten Lavendelfelder sicher von Bildern her. Auch wenn der Lavendel sich bei uns nicht als lila Meer zeigt, so ist er doch ein beliebtes und besonders schönes Gartenkraut mit einem sehr intensiven Duft. Die aufrechten, verästelten Stängel des Lavendels erreichen eine Höhe von bis zu einem Meter. Seine Blätter sind lanzettlich, länglich und auf der Unterseite etwas filzig. Die längliche Blüte besteht aus vielen kleinen, wirbelig angeordneten Blüten. Und der Lavendel mag kalkhaltige und trockene Böden ganz besonders und er liebt den Sonnenschein. Im alten Ägypten war es wohl ein sehr heiliges Kraut, das auch bei den Mumifizierungen und als Grabbeigabe eine Rolle spielte. Es gibt viele Geschichten und Mythen über den Lavendel und keiner weiß so genau, was der Wahrheit entspricht oder was eben nicht. Doch man kann sagen, dass im Grab von Tutanchamun eine Salbe gefunden wurde, die bei der Graböffnung nach dieser unglaublich langen Zeit noch nach Lavendel roch. Lavendel galt auch als Teufelspflanze und sollte vom Teufel verfolgte Hexen schützen, indem sie sich auf einen Lavendelstock setzten. Der Lavendel ist eine sehr wohltuende Pflanze. So ließen sich es schon die Griechen und die Römer gut gehen, indem sie Lavendel in ihr Badewasser gaben. Er ist eine reinigende, sogar eine etwas antiseptisch wirkende und heilende Duftpflanze. Die ätherischen Öle sind dabei die wichtigsten und kraftvollsten Wirkstoffe. Schon früher wurden die Blüten für die Herstellung von Duftseifen und wohltuenden Balsamen genutzt. Lavendelöl, Lavendelwasser, Duftseife oder Parfüm mit einer Lavendelnote sind bis heute sehr beliebt. Die Lavendelseife oder das Lavendelsäckchen im Kleiderschrank sollen nicht nur für den frischen Duft der Wäsche sorgen, sondern auch die Motten fernhalten. Im Allgemeinen wurde Lavendel seit jeher gegen Insekten genutzt und so wurde er früher in Wohnungen verteilt, um die kleinen Tiere zu verscheuchen. Im Mittelalter wurde er genutzt, um die furchtbaren Gerüche der Straße aus der Wohnung fernzuhalten und um sich in der Zeit, in der die Pest wütete, zu schützen. Gerade in früheren Zeiten, wo die hygienischen Verhältnisse recht fragwürdig waren, galt Lavendel als das rettende Kraut. In die Kopfhaut einmassiertes Lavendelöl sollte die Läuse fernhalten und Lavendel im Bett die Bettwanzen. Zur Zeit der Ernte liefen die Lavendelweiber in den Straßen umher, um das beliebte Kraut zu verkaufen. Lavendel wird auch Schwindelkraut genannt, denn früher fielen die feinen Damen ja recht häufig in Ohnmacht und man brachte sie wieder auf die Beine, indem man ihnen den Duft von Lavendel unter die Nase hielt. Die Blüten enthalten neben den ätherischen Ölen auch Gerbstoffe und Flavonoide. Im Volksmund wird der Lavendel unter anderem auch Speik- oder Nervenkräutel genannt. Letzteres zeigt die Wirkung auf, für die der Lavendel besonders bekannt ist. Er ist ein sehr beruhigendes und ausgleichendes Heilkraut. Lavendel im Schlafzimmer, vielleicht sogar in das Kopfkissen gefüllt, sorgt für einen sehr entspannten und erholsamen Schlaf. Lavendel verscheucht die Nervosität praktisch ebenso wie die Insekten. Seine ätherischen Öle entspannen den gesamten Körper und beruhigen die Nerven. Schon allein die Farbe der Lavendelblüten hat eine positive Wirkung auf unsere Seele. Und so hilft das Duftkraut bei Schlafstörungen, innerer Unruhe, Stress und Verspannung. Er kann Kopfschmerzen lindern und hilft bei Erschöpfungszuständen. Es gibt viele Möglichkeiten, um diese ausgleichende Kraft des Duftkrautes für uns zu nutzen, wie beispielsweise in Form von Duftöl, Badezusatz, Einreibung oder Tee, der übrigens auch aphrodisierend wirken soll. Lavendel ist eine Liebespflanze. Er soll die Leidenschaft wecken und Liebeswünsche in Erfüllung gehen lassen, sofern man etwas von ihm unter das Kopfkissen des Angebeteten legt oder einen Liebesbrief mit Lavendelblüten einreibt. Aber Lavendel ist nicht nur ein großes Heilkraut und ein Liebeskraut, sondern es macht sich auch in der Küche recht gut. Und so kann man mit den frischen Blättern gut Fisch- und Fleischgerichte und auch Suppen verfeinern. Mit den Blüten kann man super Essig und Öl aromatisieren. Sie passen aber auch gut zu Salaten, Soßen oder Kräuterbutter. Und nicht zu vergessen sind der Lavendelkäse und der Lavendelhonig.
Lavendel steht für die Ruhe, für die Klarheit und für die Reinheit. Es ist ein sehr schützendes Kraut, das auch Böses abwehren soll. Geerntet wird Lavendel am besten kurz, bevor sich die Blüten ganz öffnen. Denn zu dieser Zeit ist er am aromatischsten und die ätherischen Öle haben ihre Kraft voll entfaltet.